Online-Geister. Erstes Quartal 2019 ist rum, das heißt Quarterly Earnings Zeit. Mit anderen Worten, die Quartalsmeldungen der börsennotierten Social Media Unternehmen. Wenn die Quarterly Earnings, also die Quartalsberichte veröffentlicht werden, bekommen wir auch gleichzeitig immer Nutzerzahlen. Deswegen würde ich sagen, steigen wir direkt mit rein. Wie schaut es bei Facebook aus? Facebook hat jetzt 2,38 Milliarden Nutzer weltweit, konnte sich damit um 55 Millionen steigern. Kurze Zusammenfassung, Werbeanzeigen sind weiter gestiegen, entgegen Erwartungen. Also dieses gesamte Datenschutzfiasko des letzten Jahres hatte zumindest wirtschaftlich auf Facebook eigentlich keinerlei Auswirkung. Wie schaut es für uns aber in Europa aus? Also die monatlich aktiven Nutzer in Europa haben sich von Quartal 3 2018 von 375 auf 381 im vierten Quartal erhöht und jetzt auf 384. Das heißt 3 Millionen Nutzer mehr im letzten Quartal. Das sind keine gewaltigen Sprünge mehr, aber es sind definitiv noch Steigerungen. Auch zum Beispiel, was die täglich aktiven Nutzer angeht, da sind wir von 278 Millionen auf 282 im vierten Quartal und jetzt auf 286 gestiegen, also immerhin auch noch 2 Millionen Nutzer mehr. Wobei die größten Wachstumsmärkte für Facebook eigentlich inzwischen der asiatisch-pazifische Raum geworden sind. Also in den USA selbst stagniert, also USA und Kanada stagniert Facebook ziemlich. In Europa ist es auch so, ne, halb und halb. Vor allem der asiatisch-pazifische Raum und auch so der Rest der Welt wächst. Denn zum Beispiel asiatisch-pazifischer Raum für die monatlich aktiven Nutzer hat Facebook sich verbessert von 947 auf 981 Millionen Nutzer. Das sind, muss ich aber blöd rechnen, 24 Millionen Nutzer mehr. Das ist im Vergleich zu 1 Million Nutzer mehr in den Vereinigten Staaten und 3 Millionen Nutzern mehr in Europa eine ziemliche Masse. Also insofern Facebook Scheißruf, aber soweit funktioniert's. Wo Facebook allerdings Probleme hat, ist mit seiner Revenue, also sprich dem Umsatz. Der ist runtergegangen, allerdings vom vierten Quartal 2018 aufs erste Quartal 2019. Und da sind wir immer so in der klassischen Phase von Post-Weihnachtszeit. Generell hat sich Facebook eigentlich hervorragend entwickelt, wenn ich mal vergleiche Quartal 4 17 zu Quartal 4 18 von 12 auf 16 Milliarden Dollar Umsatz im Quartal und dann Quartal 1 2018 von 11,9 Milliarden auf 15 Milliarden US-Dollar. Also Facebook hat eigentlich keinen Grund zu meckern an der Stelle. Insofern schauen wir uns dann mal Twitter an. Wie schaut es da aus? Sowohl die Nutzerzahlen als auch die Revenue, also der Umsatz bei Twitter haben sich erhöht, haben sich verbessert. Das führe ich selbst vor allem darauf zurück, dass sich Twitter im letzten Jahr einfach stärker wieder auf die Kernkompetenz fokussiert hat. Was ist eigentlich Twitter? Was macht Twitter aus? Und zum Beispiel Jack Dorsey selbst hatte verschiedenen Tweet-Unterhaltungen mit angemerkt, wenn Leute sich beschwert haben über etwas, was bei Twitter rein technisch, also seien es jetzt Kommentarfunktionen oder bei längeren Beiträgen, dass da irgendwas nicht gut funktioniert, nicht gut dargestellt wird, hat er sich das zumindest zu Herzen genommen und das jetzt auch wirklich umgesetzt. Das finde ich vorbildlich an der Stelle und das wurde offensichtlich auch honoriert. Wo Twitter in den letzten Jahren einfach ja gefallen ist in der Nutzerschaft, in der Nutzung an sich, hat sich das Ganze jetzt wieder verbessert. Also die monatlich aktiven Nutzer im insgesamten Bereich sind bei Twitter im letzten Jahr eigentlich konstant runtergegangen. Von 336 auf 335, auf 326, auf 321 Millionen Nutzer. Und inzwischen vom vierten Quartal 18 aufs erste Quartal 19 wieder bei 330 Millionen. Also Twitter konnte wieder wachsen nach dem gesamten letzten Jahr, wo es einfach nur runtergegangen ist, von 336 Millionen auf 321 Millionen. Also ein Schrumpfen von 15 Millionen Nutzern. Und jetzt haben sie wieder 9 Millionen Nutzer hinzugewinnen können innerhalb eines Quartals. Was ich wirklich, wirklich gut finde für Twitter. Es ist auch eine Social-Media-Plattform, die ich wünsche, dass sie durchhalten.
Wie schaut es mit dem Umsatz aus? Das ist ja gerade auch für Unternehmen immer sehr, sehr wichtig. Da hat sich Twitter eigentlich konstant entwickeln können. Also im letzten Quartal zwar weniger Nutzer, aber die Rate hat sich erhöhen können und da aber auch wieder stärker jetzt in diesem Quartal von 126 auf 134 Millionen. Und das ist erstmal eine gute Ausgangslage, also einfach was die Monetizable Daily Active Usage angeht, das vielleicht noch angemerkt, was den Totalumsatz angeht, da ist Twitter natürlich auch wie Facebook vom vierten Quartal 18 aufs erste Quartal 19 gefallen, aber hat dennoch gut was gut machen können. Also von 909 Millionen US-Dollar auf 787 Millionen gefallen, aber im Vergleich zum ersten Quartal 18, da waren sie bei 665, also über 100 Millionen mehr als im Vorjahr. Das ist, denke ich, ein gutes Statement für Twitter. Wie schaut's bei Snap, also dem Snapchat-betreibenden Unternehmen aus? Die Average Daily Active Users, die sogenannten DAUs, was jetzt nichts mit dem dünnsten anzunehmenden User zu tun hat, haben sich bei Snapchat wie folgt verändert, im Vergleich zum Vorjahr eigentlich auf Null. Also im Quartal 2018 waren sie bei 191 Millionen Nutzern. Dann gab es eine ziemlich Talsohle im Quartal 2018 auf 188, 186 und nochmal 186 Millionen. Und jetzt konnten sie das Ganze wieder ausbessern. Also Snapchat ist im Grunde genau dort, wo es vor einem Jahr auch war. Für uns in Europa, da gibt es nämlich auch nochmal Zahlen, durchaus wichtig. Im Grunde genauso, wobei Snapchat an der Stelle sogar ein bisschen gefallen ist, in dem Fall um minus 2%, von 62 auf 61 Millionen. Aber hey, ich sehe es positiv, sie haben sich jetzt zumindest irgendwo an einem bestimmten Level gefunden. Und was auch eine nette Sache ist, Snapchat konnte vom ersten Quartal 2018 aufs erste Quartal 2019 sein Quartalseinkommen steigen von 231 Millionen, um genau zu sein, auf 320 Millionen. Also wir haben quasi einfach nur zwei Zahlen ausgetauscht. Also um 90 Millionen, etwa 90 Millionen konnte Snapchat, beziehungsweise Snap, seine Quartalsgewinne steigern. Finde ich gutes Ergebnis, das heißt, dem Unternehmen geht soweit auch ganz gut. Und für uns halt vor allem wichtig, nochmal die Zusammenfassung, Facebook ist jetzt inzwischen bei 2,38 Milliarden Nutzer weltweit, davon monatlich bei Facebook in Europa 384 Millionen, die aktiv sind, täglich 286 Millionen. Bei europäischer Gesamtbevölkerung von aktuell etwa 750 Millionen Menschen, also etwa eine Dreiviertel Milliarde Menschen leben in Europa. Davon können wir also so grob sagen, knappes Viertel, Drittel, ich müsste das jetzt mal ins Verhältnis rechnen, der Europäer nutzen täglich Facebook. Nettes Ergebnis. Bei Twitter sind es ja aktuell wieder 330 Millionen. Da haben wir leider keine Angaben für Europa, nur halt eben für die Vereinigten Staaten und dann den Rest der Welt. Insofern kann ich da leider keine genauen Angaben machen. Aber da sind wir immerhin auch bei 330 Millionen, die Twitter regelmäßig, also monatlich nutzen. Und 134 Millionen, also auch wieder ein knappes Drittel, die Twitter täglich benutzen. Und bei Snapchat sind wir wieder bei 190 Millionen, die Snapchat regelmäßig verwenden und davon in Europa bei 61 Millionen. Alles klar, wir hören uns dann in 3 Monaten wieder, beziehungsweise in wenigen Wochen, wenn ich mich mit Xing auseinandersetze. Die sind immer so ein bisschen hinten mit an im Vergleich zu ihren Kollegen aus den Vereinigten Staaten, hat aber auch einfach mit den Quartalsschlüssen zu tun. Und mich würde interessieren, möchtet ihr, dass ich noch andere untersuche, euch einfach kurz Updates gebe, wie haben sich die Unternehmen so entwickelt? Dann schreibt uns einfach in die Kommentare, beziehungsweise bei onlinegaster.com an, könnt ihr uns auch gerne was ansprechen. Mein Name ist Christian und bis bald.
Das war Online Geister. Radio über Netzkultur, Social Media und PR. Von und mit Tristan Berlet und Christian Allner. Alle Links zur Sendung, Kontaktmöglichkeiten und das Archiv zum Nachhören gibt es unter www.onlinegeister.com.